Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven. In Amerika starten wir hier weiter oder machen wir hier weiter mit unserer himmelblauen Derbyzucht. Dazu müssen wir aber erstmal eben eins wieder in die Oase bringen. So. Dann können wir das Fohlen rausholen und nochmal neu starten. Ich hoffe, dass wir die hier endlich mal abschließen. So langsam haben wir da echt ganz schön viele Fehlzuchten. So. Jetzt haben wir den Namen auch gar nicht ganz weggemacht, ne? Ist egal. Können wir auch so lassen. Dann lasse ich jetzt den Namen sonst immer stehen und mache dann dahinter das VK oder so. Mal gucken. So wie das gerade so passt. So, einmal noch füttern. Das sollte eigentlich auf jeden Fall reichen hier. Müsste ja schon bald Stufe 6 werden mit den ganzen Punkten hier. Nee, Stufe 5. Okay. So. Aber fast auf Stufe 6. Wir können hier aber auch noch mal eben einmal die Weide absammeln. So. Dann können wir hier das Pferdchen einmal zum Trainieren schicken. Und dann gucken wir mal, ob es heute vielleicht mal klappen möchte. Oder eher nicht. So. Ah, da haben wir echt schon einen ganzen Haufen Zuchten. Ich habe auch schon einen ganzen Haufen. Nein, jetzt habe ich die alle ins Training. Das ist natürlich jetzt shit. Ja, die sind alle im Training. Ich bin so ein Teufel. Ach, shit. Die habe ich heute Morgen schon alle ins Training geschickt und nicht darüber nachgedacht. Das ist natürlich jetzt doof. Haben wir denn sonst irgendwas, was wir hier noch züchten könnten? Ich glaube nicht, ne? Das Gotland-Pony, da könnten wir noch mal oder den Württemberger. Da könnten wir noch mal nach dem Partner gucken. Was hatten wir denn jetzt? Gotland-Pony brauchten wir einen Hengst oder eine Stute? Nee, eine Stute. Das wäre ja so das nächste, was freigeschaltet. Oder eben den Württemberger. Da fehlt uns dann aber ein Hengst, meine ich. Dann gucken wir mal eben, ob wir einen finden. Genau. Dann müssen wir halt damit züchten. Das nützt ja nichts, ne? So, wir gucken mal nach dem T4 Württemberger. Da. Hengst brauchen wir, habe ich gesagt. Vielleicht hat ja noch jemand einen draußen stehen. Und sonst gucken wir noch mal nach dem Gotland Pony. Das geht auch. Siehst du wohl, das ist doch sehr schön. Dann machen wir das. Dann setzen wir mal mit dem himmelblauen Derby aus und versuchen mal die Württemberger Zucht, den wir ja schon vor Ewigkeiten freigeschaltet haben, das T4. So, wo haben wir ihn denn? Ist das der? Ja. Was ist denn das hier für eins? Knappstrube. Ah, okay. So, dann wollen wir noch mal schauen.
Wo haben wir sie denn? Da. So. 42, fast 43.000. Haben wir hier den Hengst bei? Ja. Ja. Eigentlich kann nichts schief gehen. Ja. Passt alles. Und dann gucken wir mal. Können wir alles gebrauchen. Sehr schön. Guck mal, dann haben wir jetzt wenigstens noch einen Hengst dazu und dann können wir nächstes Mal bei uns züchten. Das passt doch auch. Sehr schön. Dann können wir aber rübergehen zur Fantasieinsel. Da hatten wir immer noch die Appaloosa. Ne, die Quarterzucht, ne? Ja. Da müssen wir das mal eben einmal durchtauschen hier. Ah, da hatten wir gar keinen Platz. Lass uns mal gucken. Ist auch noch nicht so weit. Die sind alle noch nicht fertig. Dann machen wir das anders. Dann stelle ich die Verkaufspferde auch hier rein. Das werde ich wahrscheinlich in den anderen Ländern auch nochmal machen, dass ich alle die verkauft werden sollen, in die Extra-Oasen reinstellen. Ach, guck mal, das haben wir sogar abgeschlossen. Das ist ja noch schöner. Ja, mega. Ja, Galaxy können wir, glaube ich, lassen. Der Name ist gar nicht so schlecht. So. Dann können wir hier noch mal gucken, was wir hier weiter züchten. Eigentlich haben wir ja genug zu züchten, ne? Oh, gleich Stufe 5, das ist auch schön. So. Na, dann können wir dich noch mal füttern, das haben wir ja noch. So, dann gucke ich mal, was wir jetzt hier noch züchten. Wo wir noch weitermachen müssen. Hätten wir den gar nicht reinstellen brauchen, ne? Jetzt haben wir hier noch einen Stall über. Egal. Das Winterpferd können wir hier züchten. Das haben wir hier noch. Crown haben wir noch keinen. Schnee könnten wir hier züchten. Müssen wir gleich mal gucken. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir mal eben schnell zur Gesellschaft der Reinrassigen, denn ich habe tatsächlich Schnee jetzt fertig gesammelt und wir können das freischalten. Und dann können wir mal gucken, ob wir jemanden finden, der einen Partner für unsere Schnee hat. Hatten wir eine Stute oder einen Hengst? Jetzt habe ich nicht geguckt. Eine Stute, das heißt, wir bräuchten einen Hengst. Einen T3 oder T4 Hengst. Ich guck mal eben ganz schnell bei Facebook, ob ich da was finde. So. Schauen wir mal. Vanessa, Isabel, Hesma. Haben wir die? T4 Hengst hat sie. Vanessa. Muss mal eben gucken, ob ich sie hier habe.
Wenn ich jetzt auch noch wüsste, was die für eine Stufe hatte. Nö, weiß ich nicht. Da. Da ist sie. Aber hat sie nicht draußen. Okay. Oder selber in der Zucht wahrscheinlich, ne? Dann gucken wir dann noch mal nach dem T3, würde ich sagen. Wenn ich es denn finde. Bin ich schon wieder dran vorbeigescrollt? Da ist es doch. Guck mal. Da. Dann gucken wir hier mal bei den üblichen Verdächtigen, wollte ich gerade sagen. Die sind wahrscheinlich alle selber noch am Züchten, ne? Ich glaube, das machen wir anders. Ich werde mal eben im Off suchen, mache einen kleinen Cut und wenn ich gleich einen gefunden habe, dann bin ich gleich wieder da. Okay, ich habe einen T4-Hengst gefunden. Das heißt, wir können jetzt hier züchten. Und was ist das? Amur? Ja, oh, ist auch schick, ne? Mach ich auch klein. Was hat sie hier noch? Die Krebs 3 und Wassermann 3. Okay. So, aber wir wollen jetzt hier erstmal einmal. Den hat sie aber schon gut ausgelevelt, wollte ich gerade sagen. Dann wollen wir noch mal schauen, ob das was wert, was das kostet und wie viel Prozent wir haben. Also ich gehe davon aus, das wird sehr, sehr wenig sein. Nur, da ist unsere Lucy. Aber sieht schon schick aus, ne? Und ich finde, es sieht eigentlich auch schon viel mehr nach einem Schneewittchenpferd aus. Schwarze Haare. Also schwarze Mähne, schwarzen Schweif und der Körper ist weiß. Das sieht schon echt schöner aus und dies rote eben halt die Schleifen. Das Ganze kostet uns 113.000. Ui, das ist teuer. Wir haben 13%ige Chancen, T3 zu bekommen. Und ich hätte, T4 meine ich. T3 haben wir, oh, eine Stute und ein Hengst. Das wäre schön. Also hellblau oder pink. Eins von beiden wäre sehr schön. Gucken wir mal, was wir da so bei rauskriegen. Nein, natürlich nicht das, was wir brauchen, ne? Das ist natürlich schade. Denn, oh, 2 Tage, 9 Stunden. Da fragen wir natürlich, bitten wir um Hilfe. Das ist doch recht lang. Dann muss er da nochmal bei. Schade. Und wir brauchen 16 Leute. Hui, das ist viel. So, ein Tag 16 Stunden ist zwar auch noch lang, aber nicht so lang wie das andere. So, nochmal eben einmal die Münzen sammeln. Dann haben wir hier auch noch wieder einen Haufen Post. Stallburschenbelohnung. Dann hat hier jemand gezüchtet. Die Maike wahrscheinlich. Gesellschaft der Reinrassigen, genau, das können wir anfordern. Und nochmal Post von, weil die Maike da war. Als nächstes hatten wir ja, jetzt muss ich mal eben gucken. Bei den T4ern, den Andalusier, das Gotlandpony und den Araber, da kann ich dann schön grüne Steine für das Gotlandpony sammeln. Das ist wunderbar. Dann brauche ich nicht wieder zwei sammeln. Also grüne und rote Steine, sondern brauche jetzt hier tatsächlich nur dann die grünen sammeln. Dann gehen wir nach. Nee, dann gehen wir mal eben hier zur Dressur.
Da habe ich ja fleißig die Lassos gesammelt und habe hier den Araber komplett fertig ausgelevelt und habe jetzt noch 500 Punkte über. Da muss ich mal gucken, wen ich da als nächstes trainiere. Das weiß ich noch nicht so genau. Jedenfalls ist der Araber komplett fertig. Da überlege ich mir mal, wen ich dann als nächstes nehme. Stimmt, da haben wir jetzt heute ja auch, jetzt muss ich mal eben gucken hier an der Seite, einen neuen Sieger, ne? Einmal das exklusive Herbstpferd. Auf Stufe 1 in Braun mit roter Mähne finde ich eigentlich ganz schick. Dann haben wir Blau mit orangefarbener Mähne und Stufe 3 in, ja, was ist das? Grün-Blau mit so einer komischen verwaschenen Mähne. Das finde ich nicht so schön. Fand ich Stufe 2 und 1 doch tatsächlich am schönsten. Also Stufe 3 hätte ich eher in diesem Ton. Das hätte, glaube ich, am besten zum Herbst gepasst. Aber gut. So, und dann haben wir hier das Estnersche Zugpferd. Ja, würde ich mir jetzt nun nicht unbedingt holen, weil man den sich so züchten kann. Da würde ich mir, glaube ich, die Punkte lieber sparen. Beziehungsweise die Diamanten. Dann gehen wir jetzt noch mal nach Frankreich. So, da wollten wir ja gerade eben schon hin. Da hatten wir gezüchtet das goldene Pferd. Da müssen wir noch mal eben einmal durchtauschen. Platz haben wir hier ja noch. Ein bisschen zumindest. So, wo ist es denn? Da. Da fehlt uns immer noch Stufe 3. Da müssen wir noch mal gucken, dass es was wird. Im Moment ist es mit den Zuchten nicht ganz so dolle, ne? Bis auf das Ding, den Geisterquarter. Hat eigentlich nicht wirklich irgendwas geklappt. So, einmal ein bisschen Kirschekuchen. Kirschekuchen. Kirschkuchen. Oh, und ist gleich Stufe 4. Das ging ja fix. Und zweimal rotes Futter. Ja, dann sollte das eigentlich jetzt lang. So. Oh, es kribbelt mir mal der Nase denn so. Oh, das ist ja fürchterlich. So, dann können wir nochmal eine neue Zucht anschmeißen. Den schicken wir einmal zum Trainieren gleich. Da. 1, 2, 3. Und ab in den Stall. Nochmal neu anschmeißen. Und dann wollen wir doch mal hoffen, ob das hier denn was wird. Also ich weiß nicht, ob ich das bei der letzten Folge schon gesagt habe. Also ich werde diese Pferde, die man nicht züchten kann, sondern nur bekommen kann, alle drei Stufen behalten. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt. Und da, wo ich die nachzüchten kann, da behalte ich dann immer nur die letzte Stufe von. Muss ich mal gucken. Halt. So, da haben wir wieder 12% und fast 70.000 Münzen. Gucken wir mal. Also das habe ich mir so überlegt, weil die kriege ich ja nicht wieder. Ne? Ah, das wird wieder nichts. Das heißt, wenn ich da Stufe 1, 2 und 3 behalte, kann mir eigentlich nicht wirklich viel passieren. Selbst wenn ich da mal irgendeine Stufe aus Versehen verkaufen sollte, was ja eigentlich nicht so der Fall sein sollte, hat man immer noch mal was zum Nachzüchten. So, jetzt nach Deutschland. Und in Deutschland habe ich jetzt komplett alle Konstellationspferde. Konstellation 1, Konstellation 2 und Konstellation 3. Wobei ich bei Konstellation 1 fehlt mir immer noch der Skorpion. Oh Gott, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Moment, ich gucke mal schnell. Genau, da fehlt mir immer noch der Skorpion. Hier habe ich aber auch noch nicht gezüchtet. Das müssen wir demnächst dann nochmal in Angriff nehmen. Die Zweier habe ich komplett alle. Wie ihr seht, da sind Häkchen drin. Und ich habe jetzt auch endlich alle drei. Ihr habt das ja in der letzten Folge gesehen. Der Zwilling, der hat sich echt gesträubt. Den musste ich auch wirklich noch zweimal fangen oder so. Also, das war echt schwierig. Da werde ich das denn so machen, dass wir nach und nach erst die Einser alle nachzüchten bis Stufe 3. Dann gehen wir bei Stufe, also die Konstellations 2 Pferde bei und dann die Dreier. Und gucken mal.
Und da werde ich dann mal sehen, dass ich eventuell von hier noch mal ein paar Pferde rüberschicke in die anderen Länder, damit wir wirklich hier nicht so viel von den anderen Pferden haben. Schauen wir mal. Die Minen sind noch nicht ganz fertig. Und gezüchtet haben wir hier, ich habe keine Ahnung. Den Geisterpalooza, der immer noch nicht auf Stufe 2 wollte, ne? Ich glaube, da fehlt wirklich immer noch die. Ja. Stufe 1 und da fehlt mir immer noch die Stufe 2. Ist ja verhext. So, jetzt müssen wir mal eben eins reinstellen. Ein bisschen Platz haben wir, deswegen müssen wir mal gucken. Da gucken wir mal eben, wen wir da reinstellen können. Nee, am besten ist. Doch, müssen wir so machen. Drei 36, 330. Ich gucke mal, was die so die Stunde überbringen. 324. Dann stellen wir den rein und holen das raus. So. Eine Kirsche, eine einzige Kirsche. Das ist ja nix, gar nix. Ja, dementsprechend gibt es natürlich auch kaum EP hier fürs Pferd und natürlich für mich auch nicht. Ich dümpel hier immer noch auf meinen Stufe 49 rum. Ah, ja, so wird das auch nichts. So, kannst du jetzt mal Müsli-Riegel, ja. Eventuell klappt das, ich glaube aber eher nicht. Nee, noch nicht. So, und eine Melone. Ja, die hättest du eben haben sollen. Da wären wir da schon durch mit gewesen. So. Okay. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir vielleicht einfach zwei Stufe 1er verpaaren. Ob das nicht mehr bringt, anstatt. Obwohl, eigentlich ist es, glaube ich, egal, ne? Wir probieren es nochmal mit dem Stufe 2. 1 und 3, so meine ich. Gucken wir mal. Wo haben wir denn einen? Das ist der Dreier. Und jetzt hätte ich gerne noch einen Einer. Habe ich doch noch nicht verkauft, oder? Nee, oder? Doch. Nee, das ist Stufe 1, das passt. Sehr schön. So, jetzt hätte ich wirklich gerne eine Stufe 2. 32%. Gucken wir mal. Bitte, bitte, bitte. Dann sind wir da nämlich auch mit durch. Gott, was dreht der denn so schnell? Noch ein Stück, noch ein Stück. Yes! Dann sind wir damit endlich, endlich, endlich durch. Yes! Sehr schön. Wunderbar. Ach hier, guck mal, jetzt ist sie fertig. Noch haben wir noch ein Grün. Grün ist auch immer gut. So, jetzt einmal nach England. Und dann haben wir es, glaube ich. Dann sind wir, glaube ich, durch. Hier haben wir aber gar. Doch, haben wir doch. Was haben wir denn hier gezüchtet? Ach, denn das Ventasso. Da fehlt uns noch die Stufe 3. Halt. Oh, schon viel zu weit. So, den einmal rüber. Oder die. Das einmal raus. Einmal groß für dann. Den James VK. In der letzten Folge hat, glaube ich, schon wieder jemand gefragt, was das VK heißt. Das VK heißt immer noch Verkauf. Ja. Vielleicht sollte ich es einfach unter jeder Folge drunter schreiben. Oder in jeder Folge einmal sagen, VK heißt Verkauf. Ich glaube aber, das hatte ich sogar in der letzten Folge schon mal erwähnt. So, das ging ziemlich fix, aber da können wir die Melone trotzdem noch mal eben füttern. So. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch mal einmal anschmeißen. Da brauchten wir ja noch einen Vierer. Den hatten wir ja nur schon freigeschalten. So, einmal.
Und zweimal. Ach, guck mal, ist sogar der neue schon. Jetzt haben wir 9% und 53.867 kostet uns das Ganze. Es ist nicht viel, ne? 9% ist echt verschwindend gering. Aber was hatten wir, glaube ich, bei dem Bad Johnny auch? Nein, leider. Leider, leider, nein. Schade, schade. Aber okay. Gut. So. Ja. Also hier habe ich jetzt noch von heute die 8 Lassos. Ich habe heute Morgen den letzten, den Widder noch gefangen. Und ich kann morgen noch mal einmal sammeln. Noch 9 Stück. Dann hätten wir 17. Und dann bin ich echt mal gespannt, welche exklusiven Pferde dann beim nächsten Mal reinkommen, ne? So, dann kann ich euch aber auch noch mal eben ganz schnell den Z nee, hier sind die ja auch gar nicht. Dann müssen wir wieder nach Deutschland. Dann zeige ich euch die anderen noch mal eben. So, einmal da rein zu dem Zwilling, der mega, mega, mega schön ist. Mit seinen zwei verschiedenen Flügeln und zwei farbiger Mähne finde ich mega schön. Und müssen wir mal eben gucken. Da ist, also hier hat er, ist er hellblau mit schwarz und da ist er dann weiß mit, also die Körperfarbe weiß mit weißer Mähne und türkis, ja, so grün-blauer Mähne. Mega, mega schön aus. Ich bin echt gespannt, wenn wir die züchten. Bin echt noch in Versuchung, ob wir nicht erst die Dreier züchten und dann die Zweier und Einer. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Aber ihr Lieben, ich würde damit sagen, wir gucken trotzdem noch mal eben ganz schnell. Fische hatten wir. Jungfrau hatten wir. Steinbock. Den Löwen. Finde ich die anderen nicht wieder. Doch, da. Da ist der Widder. Das ist, glaube ich, so ein Pony, ne? Das ist so Ponyverschnitt. Haben wir in Stufe 1 in Braun mit orange-roter Mähne. In Stufe 2 mit ja, dunkelgrau. Mit orange-roter Mähne und Stufe 3 in weiß mit sehr, sehr hell gelb-orangener Mähne. Sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Jetzt müssen wir bloß noch mal gucken. Den Löwe hatten wir. Was fehlte uns denn noch? Die hatten wir auch. Skorpion hatten wir. Waage hatten wir. Krebs. Da, den Wassermann hatte ich euch noch gar, glaube ich, noch nicht gezeigt, oder? Oder hatten, doch, den hatten wir schon, ne? Ne, den hatten wir noch nicht. Also, in weiß mit türkisfarbener Mähne. Stufe 2 in cremefarben mit hell-dunkelblauer Mähne. Und Stufe 3 in weiß mit blau-lilafarbener Mähne. Gefällt mir richtig gut. Sieht richtig mega schick aus. So, jetzt müssen wir nur noch mal gucken, was wir denn noch hatten. Den Stier. Ich glaube, den hatten wir auch schon. Ich weiß nicht, was mir da noch fehlte. Sonst müsst ihr mir das mal unten drunter schreiben, welche ihr noch nicht gesehen habt. Weil mir fällt das echt gerade nicht ein. Mann, die hatte ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Ja. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir mal unten drunter, welche ihr noch nicht gesehen habt, welche ihr noch sehen möchtet. Und dann gucke ich mal, dass ich das sonst in der nächsten Folge mal zeige. Ich weiß es wirklich nicht. So. Dann haben wir die Zuchten alle soweit fertig und ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.